Niemand glaubt mir, dass ich mit einem Narzissten zusammen bin. Niemand glaubt mir, dass ich mit einem Narzissten zusammen war. So oder so ähnlich klingen die Zuschauerkommentare unter meinen Videos. So oder so ähnlich, ja, schildern mir Betroffene, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, auch ihre Geschichte. In diesem Video schauen wir uns einmal an, warum das Umfeld das nicht unbedingt erkennen kann. Ja, und dann schauen wir uns auch einmal an, dass es wirklich nicht gelingen kann, jedermann davon zu überzeugen, dass du es mit einem toxischen Partner zu tun hast oder hattest. Und das soll uns auch eine Erleichterung sein, diese Botschaft. Wir müssen nicht jedermann überzeugen, dass wir es mit einem toxischen Partner zu tun haben oder hatten. Auf unsere Sichtweise kommt es doch an. Nach dem Intro geht's los. Ja, die zwei Seiten eines Narzissten, wenn es denn nur zwei Seiten wären. Es sind meist noch mehr Seiten. Aber eine Seite, die bekommt das Umfeld immer besonders gerne präsentiert. Das ist der Mr. Charming oder ich bin ja so hilfsbereit und sag mir, wo dein Problem ist und ich helfe dir. Und das Umfeld denkt, was für eine Liebe. Und das Umfeld denkt, was für ein toller Mann. Ich würde mir ja wünschen, dass mein Mann so wäre. Ja, so denkt dann vielleicht die Nachbarin. Und naja, also wenn sie hinter die Kulissen schauen könnte, dann wäre sie froh, dass sie einen emotional gesunden, vielleicht etwas langweiligeren Mann an ihrer Seite hat, der nicht diese Dramen inszeniert, hier ein Gesicht zeigt und dort ein Gesicht zeigt. Nein, das will diese Nachbarin nicht wirklich. Aber sie träumt eben halt davon, ja, dieser Mann von meiner Freundin, die da behauptet, ihr Mann wäre ein toxischer Mann. Das kann doch nicht sein. Die soll doch froh sein, dass sie so einen Mann an ihrer Seite hat. Ihr kennt diese Situation. Ihr seid mit eurem Partner auf einer Party und euer Partner brilliert. Er ist Prinz Charming. Er hat für jedermann ein offenes Ohr und er hilft der älteren Dame die Stufen herunter, wenn sie dann früher gehen möchte und hilft ihr in den Mantel. Dann kommt er gut gelaunt die Treppe wieder hoch, sieht einen weiblichen Gast mit einem leeren Sektglas dastehen, eilt zur Bar, holt zwei Gläser Sekt, drückt es dem weiblichen Gast in die Hand. Nun ist dieser Gast zufälligerweise auch nun besonders attraktiv. Ja, und natürlich kümmert sich dieser Mann natürlich jetzt um diese Frau mit dem leeren Glas. Und es wird geschakert und es wird gelacht. Und du stehst daneben und denkst, ja, wo bin ich eigentlich? Ja, aber du wirst nicht gesehen und es wird noch nicht mal der Versuch unternommen, dich mal an die Seite zu holen. Es gibt dich förmlich nicht. Und das sieht niemand, dass du links liegen gelassen wirst, weil die Party, die ist ausgelassen und fröhlich und der Alkohol, der hat schon sein Übriges getan und du stehst da und kratzt dich am Kopf und denkst, ja, sieht es denn eigentlich niemand, was der hier für eine Show abzieht? Ja, und irgendwann ist dann die Party vorbei und man bedauert zutiefst, dass ihr zwei nun geht, also man meint eigentlich eher deinen Mann, weil der Mann, der hat doch so brilliert und war doch ein so wichtiger Teil dieses Events, dieser Party und ja, schade, dass ihr schon gehen müsst. Ja, und dann im Auto fällt dieser Mann, der eben gerade noch so brilliert hat und voller Charme und voller Lebensfreude war. Dieser Mann, der fällt plötzlich in sich zusammen und sagt, war das anstrengend. Hättest du mir nicht mal ein bisschen Unterstützung geben können? Und dir fällt das Kinn runter, weil du verstehst es nicht. Du bist links liegen gelassen worden. Ja, das ist die Realität. Aber jetzt werden dir anschließend noch Vorwürfe gemacht, wo du dann geblieben bist. Und der Abend, der war ja so anstrengend, all diese Pfeifen da unterhalten zu müssen. Wo warst denn du, bitteschön? Und du sagst da, ich war doch die ganze Zeit da. Und dann bekommst du zu hören, nein, du warst nicht da. Ich habe dich doch nicht gesehen. Ja, er wollte dich nicht sehen in diesem Moment. Das sind die zwei Gesichter deines toxischen Partners. Das ist das, was die Außenstehenden zu sehen bekommen und das andere ist das, was du zu sehen bekommst. Das sehen die Außenstehenden natürlich nicht. Das, was du hier eben gerade erlebt hast, ist übrigens eine besondere Form des Gaslightings. Auch hier wird ja deine Realität abgesprochen, weil du weißt nicht, was ist jetzt eigentlich Realität? Ist jetzt mein Mann eigentlich der Prinz Charming? Er ist ja so nett, wenn er nach außen hin brilliert und hilfsbereit ist, ja, und alten Damen in die Mäntel hilft, ja, und über die Straße hilft, ja, und zu Hause ist er so ein ganz anderer Mensch. Ja, das ist tatsächlich eine besondere Form des Gaslightings.
und du weißt nicht, was ist jetzt eigentlich das richtige Gesicht. Und du fängst an, an dir zu zweifeln und denkst, naja, vielleicht liegt es ja an mir, vielleicht bin ich ja einfach zu unentspannt und vielleicht sollte ich ein wenig lockerer sein. Nein, lass dir gesagt sein, mit dir ist alles in Ordnung, aber das Gaslighting, was dein Partner verursacht, hier sich so verhalten und bei dir ganz anders, das verwirrt dich. Ja, und wenn du schon ohnehin in einer toxischen Beziehung drin bist und manipuliert wirst und entwertet wirst und wahrscheinlich auch noch mit anderen Methoden gegaslightet wirst, ja, du stellst dich ja wieder mal so an und du darfst dich doch gar nicht so fühlen, du darfst dich doch gar nicht so schlecht fühlen. Anderen Leuten geht es noch viel schlechter und du machst dir so einen Aufriss. Das bist du vielleicht gewöhnt, gegaslightet zu werden. Und so bist du auch an diesem Abend wieder einmal diejenige, die sich am Kopf kratzt und fragt, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Ja, das ist das, was emotionaler Missbrauch mit dir macht. Du fängst an, dich mehr und mehr zu verbiegen. Und du fängst an, dich mehr und mehr in Frage zu stellen. Und das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich so richtig die Decke hochgehen könnte, wenn ich so den einen oder anderen toxischen Aufklärer hier auf YouTube sehe, der sagt, du bist doch kein Deut besser. Du wirfst dem Narzissten vor, er trägt eine Maske, er verstellt sich. Du bist doch kein Deut besser, du verstellst dich doch genauso. Und da könnte ich wirklich bei dieser Argumentation die Decke hochgehen, weil der Narzisst legt es ja darauf an, dass du dich verstellst, dass du dich verbiegst und dass du deine Werte in Frage stellst und dann da tatsächlich dann irgendwo etwas machst, was du eigentlich gar nicht machen wolltest. Du bist genau dahin gedrängt worden, das zu machen. Und wenn dann solche toxischen Aufklärer daherkommen und sagen, naja, bist ja selber schuld, dass du dich verbogen hast, hättest ja nicht machen müssen und jetzt noch auf den Narzissten mit dem Finger zeigen, dass er ja ein falsches Spiel spielt, das geht überhaupt nicht. Das ist solche Schuldumkehr, dass es mir die Schuhe auszieht. Aber irgendwann wirst du anfangen, all das zu hinterfragen, was dein toxischer Partner da so macht. Das kann manchmal ein paar Monate dauern, das kann manchmal Jahre dauern, manchmal dauert es leider auch Jahrzehnte. Davon berichten ja auch immer wieder Zuschauer in den Kommentaren unter meinen Videos. Aber irgendwann fängst du an, das Ganze zu hinterfragen und dann gehst du zu deinen Freunden und dann sagst du, du schau mal, ich habe das Gefühl, dass ich in einer toxischen Beziehung bin. Und dann werden so groß die Augen aufgerissen und dann wird dir erzählt, nee, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe es doch mit eigenen Augen erlebt, wie sich dein Partner, der Max, verhält. Das ist doch ein so aufmerksamer, so ein liebevoller, so ein hilfsbereiter. Du solltest froh sein, dass du so einen Menschen an deiner Seite hast. Ja, und schon wirst du auch hier natürlich wieder gegaslightet. Also dir wird das, was du wahrnimmst, abgesprochen und dir wird erzählt, du bist der Fehler im System. Und wenn du jetzt einmal das Verhalten dieser Freunde hinterfragst, die dir eben gerade noch gesagt haben, ach, stell dich doch nicht so an und du solltest doch froh sein, dann müsste dir eigentlich so ein kleines Licht aufgehen und es müsste so eine rote Flagge anfangen zu wehen. Weil was machen diese Freunde? Die sagen, ich habe gesehen, was ich gesehen habe, aber ich bin nicht bereit, dir zu glauben. Das stimmt ja irgendwo nicht, es passt ja irgendwo nicht zusammen. Weil wenn es gute Freunde wären, dann würden sie sagen, okay, ich habe jetzt hier einmal das, was ich gesehen habe und ich höre jetzt das, was du mir schilderst. Ich höre dir zu, mach doch mal weiter, ich möchte mir jetzt mal ein Bild machen. So würden gute Freunde mit dir umgehen. Ja, und dann kann es dir natürlich auch passieren, dass du von deinem eigenen Therapeuten gegaslightet wirst. Weil Therapeuten sind ja auch nicht unfehlbar. Es gibt gute Architekten, es gibt schlechte Architekten und es gibt gute Therapeuten und es gibt schlechte Therapeuten. Vielleicht hat ein Therapeut noch niemals etwas großartig von Narzissmus gehört oder sich großartig damit auseinandergesetzt. Das steht nicht auf seiner Agenda. Vielleicht ist ein Therapeut, ich will es mal jetzt so nennen, engstirnig unterwegs und sagt, ja, also Frau, sowieso, also ich sehe jetzt schon, Sie regen sich jetzt gerade so über Ihre Beziehung auf, ja, ich finde, da sollten wir jetzt mal genauer hinschauen, warum Sie sich jetzt gerade so aufregen. Mir scheint es eher so, als wenn das Problem bei Ihnen liegen würde. Also da könnte tatsächlich Gaslighting vorliegen. Ich habe darüber ein anderes Video gedreht, Gaslighting durch den Therapeuten.
Ja, das kann dir passieren. Und auch in einer Paartherapie kann dir natürlich so etwas auch passieren, dass du gegaslightet wirst. Ich meine, da kann es noch eher passieren, weil da sitzt dann so der toxische Partner neben dir. Der ist ja mit allen Wassern gewaschen, was Manipulationstechniken betrifft. Und dann wird er oder sie, ist ja jetzt egal, also ich spreche immer meistens von dem Narzissten, aber es kann ja auch die Narzisstin sein. Ja, und dann wird der Narzisst alle Geschütze auffahren, um zu zeigen, was für ein netter Kerl er doch ist. Und dass er doch derjenige ist, der sich so sehr bemüht, die Beziehung am Laufen zu halten. Und er ist doch derjenige, der schon schier verzweifelt über die ewigen Dramen, die du immer wieder inszenierst. Und der Paartherapeut, der kann auf sowas hereinfallen. Davon berichten wirklich auch viele Zuschauer in den Kommentaren unter meinen Videos. Und zum Schluss kann es dir passieren, dass du von deinem engsten Verwandtenkreis gegaslightet wirst. Das kann deine Mutter sein, deine eigene Mutter, das kann deine Schwiegermutter sein oder Schwiegervater. Und alle werden dir erzählen, ich weiß gar nicht, was du hast, eure Beziehung läuft doch gut. Ja, und unter jedem Dach ein Ach, und was regst du dich denn auf? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, wir erleben den Max doch immer als so nett und so hilfsbereit. Und du willst jetzt diesen Mann verlassen? Ja, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, das kann tatsächlich auch passieren. Und was dann darüber hinaus auch noch passieren kann, ist, dass deine eigenen Kinder dich gaslighten und dir erzählen, dass du der toxische Part bist. Weil was haben die Kinder all die Jahre erlebt? Die Kinder mussten all die Jahre miterleben, dass du die Drama-Queen warst. Du warst immer diejenige, die gefeitet hat und gekämpft hat und sich aufgeregt hat, ja, und vielleicht auch mal laut geworden ist. Das haben die Kinder gesehen. Ja, und dein toxischer Ex-Partner, der hat sich immer rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Die Kinder wussten nicht, dass Silent Treatment, also ins Zimmer verschwinden, einen halben Tag verschwunden sein, dass das absolut toxisch ist. Die Kinder haben immer nur dich gesehen. Und anschließend ist den Kindern ja auch erzählt worden, ja, die Mama, die regt sich ja immer so auf, die macht ja immer so ein Drama. Und die Kinder, die können es dann wirklich nicht nachvollziehen, wenn ihnen plötzlich gesagt wird, wisst ihr was, ich habe jetzt das Ganze durchschaut. Euer Papa, mein Ehemann, ist ein Narzisst und ich will mit diesen Menschen nicht mehr wirklich viel zu tun haben. Da kriegen die Kinder so große Augen. Und das ist etwas, was ich euch jetzt zum Schluss noch mitgeben möchte. Ihr dürft nicht erwarten, dass euch jedermann versteht. Das funktioniert schier nicht. An dem Beispiel der Kinder habe ich es eben gerade erläutert, warum das gar nicht funktionieren kann. Ja, und manchmal ist eben halt wirklich auch Engstirnigkeit dabei und Verbohrtheit und man will es einfach nicht sehen. Also gerade bei den Eltern ist es ja sehr oft so, die machen da wirklich die Augen komplett zu und wollen das nicht sehen, weil sie möchten ihre heile Welt, ja, die ihnen die ganze Zeit vorgespiegelt worden ist oder vorgespielt worden ist, diese Welt, ja, die wollen sie nicht verlieren. Sie wollen nicht enttäuscht werden. Sie wollen die Täuschung wirklich sehr, sehr gerne aufrechterhalten. Da passt es doch auch noch so gut rein, wenn dann eben halt das ganze Spiel, die ganze Maskerade am Laufen gehalten wird. Sich jetzt plötzlich einzugestehen, ja Mensch, meine Tochter, die hat ja wirklich so recht. Ne? Und mein Schwiegersohn ist ja ein Granatendepp. Das gibt es ja nicht, was der hier all die Jahre abgezogen hat. Das wird manchmal nicht gerne gemacht. Ja, und so möchte ich euch wirklich ermutigen, euren Weg zu gehen. Ihr könnt nicht jedermann überzeugen, es wird nicht funktionieren. Genauso wenig, wie ihr es jedermann recht machen könnt. Und so möchte ich euch wirklich bitten, hört auf euer Bauchgefühl. Ihr habt euch jetzt schon schlau gemacht, ihr seid schon so weit auf eurem Weg und jetzt geht weiter und lasst euch nicht beirren. Lasst euch nicht von Flying Monkeys beirren, lasst euch nicht von falschen Freunden beirren, die euch erzählen wollen, dass ihr der toxische Part seid. Wenn ihr euer Bauchgefühl wahrnehmt, dann ist das eure innere Stimme und dieser Stimme, der solltet ihr folgen und keiner anderen. Ja, ihr Lieben, das soll es jetzt zum Thema Niemand glaubt, dass ich einen toxischen Partner an meiner Seite habe gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig helfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.